Herzlich willkommen. In diesem Video werde ich Ihnen demonstrieren, wie Sie vorhandene SQL-Server-Editionen unterscheiden können und wie sich dieses Prinzip auch auf weitere Microsoft-Produkte anwenden lässt. Wenn ich bei meinen Softwarepaketen nach SQL-Server suche, erhalte ich eine Vielzahl von Treffern und kann nicht sofort erkennen, welche Editionen tatsächlich Kosten verursachen. Um die tatsächlichen Installationen unterscheiden zu können, bietet Log Inventory jedoch eine sehr einfache Möglichkeit. Dazu tippe ich in den Filter zusätzlich das Wort Version ein und kann sofort sehen, wie häufig welche Edition im Einsatz ist und natürlich auch die zugehörigen Rechner erkennen. Dies ist die einzige verlässliche Möglichkeit, die vorhandenen SQL-Server-Versionen eindeutig zu identifizieren. Damit ich diese Auswahl in Zukunft schneller wiederfinden kann, lege ich mir noch eine passende Abfrage an. Dazu genügt es beim Namen nach SQL-Server-Version zu filtern. Da ich keine Spalten auswähle, wird die vordefinierte Anzeige für die Softwarepakete verwendet. Außerdem möchte ich noch die kostenpflichtigen Standardeditionen identifizieren und lege mir dazu eine weitere Abfrage unterhalb der SQL-Server an. Dieses Vorgehen ist ebenso gültig für die Microsoft-Produkte Exchange Server und Visual Studio. Internet Explorer und .NET Framework können zudem vorhanden sein, obwohl gar kein Paket explizit installiert wurde, weil es beispielsweise Teil des Betriebssystems ist. Die Erkennung funktioniert hier genau wie beim SQL-Server gezeigt durch die Verwendung des Wortes Version in der Filterbedingung. Die eben erstellte Abfrage wird übrigens auch als Beispiel standardmäßig mitinstalliert und ist unter dem Namen SQL-Server zu finden. Werfen Sie doch mal einen Blick auf die anderen Beispielabfragen und passen Sie diese nach Ihren Wünschen an. Mehr Informationen und detaillierte Erläuterungen zur Bedienung von Log Inventory können Sie auch dem Benutzerhandbuch entnehmen.